Hallo Leute, heute möchte ich euch die Funktionsweise eines Volladdierers erklären. Dazu müssen wir erstmal wissen, was ein Halbaddierer ist. Ein Halbaddierer kann aus zwei Eingängen berechnen, welcher Eingang addiert werden soll mit dem anderen. Ich schreibe hier den Schaltplan auf und hier noch einen. So, das Ganze schiebe ich ein bisschen tiefer und hier hin. Das endet in einem UND-Gatter. So, jetzt die Funktionsweise. Das hier ist ein XOR-Gate, das heißt exklusives Oder-Gatter. Das ist ein AND-Gate und Gatter. So. XOR heißt, ein Input von den beiden muss an sein, damit der Output leuchtet. Wenn beide an sind, ist es hier aus. Dann ist nichts hier. Wenn keiner an ist, ist das hier auch aus. Und Gatter lässt sich relativ einfach erklären. Beide müssen an sein, damit das hier leuchtet. Das heißt, wenn wir hier einen draufgeben, dann geht hier einer rein, der hier leuchtet. Der nicht. Das heißt, 1 plus 0 gleich 1. Aber 1 plus 1 gleich, das ist der Carry-Out. Ausgang zum nächsten Addierer, zum nächsten Volladdierer. Und das bedeutet so viel wie 2. 1, 2. Unser einfaches Binärsystem. Jetzt wollen wir aber einen Volladdierer haben. Und das machen wir ganz einfach, indem wir den Ausgang von diesem UND-Gatter und dem XOR-Gatter einfach nur doppelt nehmen. Das heißt, wir haben hier unser XAND-Gate, das geht hier ganz einfach raus. Aber wir haben noch einen sogenannten Carry-In. Dem Carry-In können wir, also das hier ist der Carry-Out, und im nächsten Volladdierer der Carry-In. Carry-In geht in den einen Input des XOR-Gates und der andere Input ist der Output des ersten XOR-Gates. XOR, so, 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 XOR. So, jetzt haben wir das nächste Gatter. Müssen wir hier noch einmal so doppeln. Und in ein UND-Gatter führen. So. Das ist jetzt der Schaltplan eines Volladdierers. Mit dem wir jetzt... Den könnten wir jetzt immer hintereinander stapeln und dann würde er unendlich weit rechnen können. Wir haben also Eingang 1. Hier geben wir einmal Strom drauf. Hier XOR leuchtet. Geht hier in das XOR-Gate rein. Einer leuchtet, der hier leuchtet. 1. So. Wenn beide an sind, dann haben wir UND-Gatter an, Carry-Out. Sofort Carry-Out zum nächsten. Wenn der hier aber auch noch an ist und der hier leuchtet, dann carried der hier out. Also bei unserem Beispiel eine 2. 1 plus 1 ist 2. Aber wenn der hier noch an ist, dann wäre das hier eine 1, weil der hier nicht leuchtet, aber der hier. Also haben wir eine 3. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.